Hallo und willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge haben wir hinten, da wo es so ein bisschen leuchtet, links von mir, die Kammer schon bewältigt. Und in dieser Folge müssen wir das hier bewältigen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das machen soll. Zumal ich denke, wir müssen eins festsetzen und dann das andere ja auch dementsprechend festsetzen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt mal das eine hier oben gleich erstmal festsetzen. Mal schauen, was daraus wird. So. Wenn ich das jetzt... Das kann ich so nicht festsetzen. Das Problem ist halt, dass ich das im Kreis... Ich habe ja nur dieses eine, was ich festsetzen kann. Und ich kann... Nee, ich kann definitiv nicht dahinter laufen. Das ist... ich habe keine Ahnung. Mal, gib mir nochmal die Axt. Moment. Hä? Ich glaube... Eventuell könnte ich was haben, wo ich... Ich kann es gerade nicht aussprechen, aber ich hoffe, dass es funktioniert. Ne, das war ja so klar. Ich hoffe, dass es funktioniert, sagen wir es mal so. Ja, okay. Okay, okay. Vielleicht ist es dann doch nicht ganz so lange, wie ich gedacht hatte. So, wenn ich die beiden... Zack. Und... Das. Ja, dahinter ist nämlich auch was. Oh, ist das geil. Da muss man mal drauf kommen, jetzt mal ganz ehrlich. Oh, kann ich das überhaupt noch richtig? Ja, das war... Ich weiß, ich weiß. Moment, jetzt muss ich mich da vorstellen. Oh, ob ich das jetzt überhaupt noch treffen kann, ich weiß nicht. Aber theoretisch könnten wir schon da durchkommen, oder? Ja, es sieht nicht so aus, als ob ich es treffen kann. Aber theoretisch müssten wir doch eigentlich hier durchlaufen können. Oh Gott, wir werden so sterben. Oh, doch, es geht. So. Moment, wir haben hier so ein Ding zum Ziehen. Oh, und da wieder was Grünes. Das ist nicht gut. Das bedeutet nämlich, dass wir wieder irgendwelche größeren Gegner hier kriegen werden. Das ist auch alles grün. Okay, er steht da. Also müssen wir das Ding vermutlich... damit. Nee. Damit. Genau. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ob das so gut war, weiß ich jetzt allerdings nicht. Okay. Ach, Moment, dahinter. Jetzt ist es weg. Da ist was. Das heißt, wir müssen vermutlich... Kommen wir da überhaupt dran? Das ist viel zu schnell. Ja, nimm bloß nicht das ins Visier. Ah, jetzt geht's zur Seite. Ah. Oh, ist das eine Scheiße. Moment. Da hinten ist was drin. Die Frage ist, brauche ich das jetzt gleich an der Tür?
Hier könnte ich aber theoretisch nach da hinten laufen, ne? Oh Gott. Die Frage ist nur, was mache ich dann? Ziehe ich das raus, damit ich da durchkomme? Oder brauche ich das für die Türen? Was beides theoretisch möglich sein könnte. So, das wäre dann... Ja. Oh, das kriege ich doch niemals hin. Hallo. Oh. Oh. Theoretisch könnte ich den doch jetzt nehmen, oder? Um die Tür zu öffnen. Die Frage ist, muss ich da hinten noch rein? Moment, das Ding steht jetzt starr. Das müsste ich auf die rechte Seite machen, oder? Aber nee, das kann ja auch nicht sein. Wenn ich das rausmache, ist es zu. Nee, da ist aber noch eins drin. Nee, da ist keins drin. So. Ah! Aber kommen wir da vorbei, wenn das zu ist? Ich denke nicht, ne? Nee, das ist nämlich das, was ich meine. Da können wir das auch nicht nach oben machen? Also müssen wir das Teil, was jetzt in der Tür drin... Moment, ist gar nicht mehr in der Tür. Es ist jetzt hier vorne drin, oder? Hä? War das nicht richtig, dass es... Nein! Junge, geh weg! War das nicht richtig, dass das in die Tür reingegangen ist? Ich dachte, das müsste jetzt irgendwie... So, okay, wir müssen... Oh. Geronimo! Wir sind jetzt so nah dran! Oh. Leute. Ich hatte niemals Zweifel. Na klar. Ist ein Teil von der Sprachschrift. Ja. Gut. Das ist schön. Dann fehlt uns nur noch eins. Ist das Heilung? Ich bin mir gerade nicht sicher, weil das ist so zweifarbig leuchtend. Wenn es Heilung ist, will ich es ehrlich gesagt noch nicht aufbrauchen, weil irgendwas kommt hier garantiert jetzt noch. Sprache, genau. Da hinten ist noch was mit Sprache. Komm mal her, Kleiner. Bis Götter gut werden. Könnte ein Weilchen dauern. Nein. Die warten nur auf uns. Die warten nur auf uns. Genau. Soll ich das schon mal frei machen, damit ich da... Oder geht das im Kampf frei? Ich weiß es nicht. Oh, das wird wieder so ein Desaster werden. Das weiß ich jetzt schon. Wenn da jetzt wieder sowas Großes kommt, ich lege das schon mal frei hier. Okay. Mein Gott. Nach oben gehen. Ja, kein Thema. Was ist jetzt? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nee, die gehen ja noch. Ich habe übrigens was an meinem Setting verändert. Das habe ich aber beim Ausprobieren gemacht. Es könnte sein, dass ich dadurch ein bisschen stärker jetzt auch bin. Oh oh. Oh, oh. Scheiße. Nehmt das, ihr räudigen Viecher. Ja. Damit meinte ich nicht die Motte hier.
Fertig. Boah. Ich sag, nimmt das, ihr räudigen Viecher. Und in dem Moment fliegt mir ja fast eine Motte in den Mund. Wollt ihr mich verarschen? So, das Lilane. Ich habe das sogar geschafft. Oh, cool. Meint, hier ist irgendwas hell am Leuchten? Hacksilber. Da ist alles Gesundheit. Das brauchen wir noch nicht. Also Gesundheit brauchen wir schon, aber... Müssen wir jetzt gerade nicht auffüllen? Gucken wir doch einfach nochmal hier runter. Ich finde das irgendwie ein geniales Bild so. Auch so mit dieser komischen Tonarmee, die irgendwie so ein bisschen am Flattern ist. Ich weiß auch nicht. Ich gehe stark davon aus, dass wir da auch noch gegen kämpfen müssen. Okay, wir müssen jetzt wieder zurück. Was ist denn jetzt unser Plan? Unser Ziele da. Nach oben gehen und den Tempel kippen. Achso, genau, das war's. Also muss ich jetzt quasi nur wieder zurück, wobei nur relativ ist. Oh, Moment. Konzentrieren, Junge. Kommt da noch einer? Hallo? Ja, lauf, komm. Ja, da kommen noch mehr. Okay. Nein, du sollst deine Waffen beibehalten. Behältst du die jetzt in der Hand? Ach, das sind Feuerdinger. Nee, dann nimm doch lieber die anderen. Ah, ja, lass dir das Ding doch nicht in die Fresse hauen hier. Du bist Kratos. Du bist ein Gott. Du lässt dich doch nicht von denen hier. Der war. Der war richtig cool. Oh, da ist nur einer. Ja, du sollst ausweichen. Hallo. Dem sollst du auch ausweichen. Ruhe. Du sollst ausweichen und angreifen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Genau so. Junge. Ja, Vater? Zeit, den Tempel zu kippen. Ja, Vater. Lass uns den Tempel kippen. Es klingt langsam normal. So, warte mal. Ich nehme jetzt das Ding da oben erstmal raus. Ja, man sollte vielleicht auch die richtige Taste drücken. Ach, das war doch eine Truhe. Hallöchen. Und ich dachte, da müssen wir jetzt weiter. Schwerer Runenangriff. Wirft die Chaosklinge auf den Gegner und lässt Kratos bei Kontakt auf ihn losstürmen, um schweren Betäubungsschaden zuzufügen. Ist der irgendwo besser als unserer? Ach nee, das ist, ja, dann machen wir das so direkt. Zack. Sehr schön, danke. Wir müssen da wieder zurück, ne? Nee, warte mal. Doch, das ist das, genau. Das ist das, wo wir wieder hin müssen. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Weil wir haben jetzt die Gesundheit ein bisschen runter. Aber hier können wir nichts mehr kaputt machen, ne? Ah, gut. Wir müssen es. Wir werden es irgendwie noch überleben. Wir müssen halt. So. Lauf. So ist gut. Kommen jetzt hier auch nochmal Gegner? Oh, ich hätte nicht fragen sollen. Ich habe jetzt meine Kopfhörer nicht ganz auf, weil es kann nämlich sein, dass DHL irgendwann im Laufe der nächsten Zeit klingelt. Ach so, das sind die Dinger da drin. Ach, und ich dachte, das sind die Gegner. Oh, jetzt habe ich mich selber gebrainfuckt. Okay. Ich weiß, was ich versprochen habe. Aber falls das hier nicht funktioniert, denk dran. Tyr hat guten Grund für diese Hindernisse. Er macht die Jötunheim für Odin unerreichbar. Aber es herrscht kein Frieden.
Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Tirs Wegen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die zwei Jungs das so gerne haben, was ich jetzt mit denen gemacht habe. Oje. Okay. Ja, müssen ja, ne? Aus den Beinen heben! Weiß er. Ich will nur... Schaffst das, Kratos? Sein sollte, bin ich froh, auf deiner Seite zu sein. Und ne? Nicht tot, ein echtes Plus. Da, links. Von da aus wir rauf zur Weltenreisekammer klettern. Okay, falsche Taste. Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tirs Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet sein das? Equilibrium. Er meint, du sprichst weise, Atreus. Und das ist gut zu hören. Wenn er es denn auch so meint. Ja, ich wollte eigentlich unten draufklicken, damit der Junge was lesen kann. Ich kann es ja jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich habe es gar nicht gecheckt, dass ich da hochklettern konnte, bis der Kleine mir das gesagt hat. Oh, ich sehe das nicht. Das ist kein gutes Zeichen. Mysteriöses Objekt mitnehmen. Welches denn von denen? Ha! Da lässt sich der Tempel wohl doch drehen. Seht mal, der Baum steht auf dem Kopf. Oder sind wir das? Bin nicht mehr sicher. Keine Ahnung, ich sehe da nicht allzu viel. Es ist das Licht. Es zieht mich an. Nein, fass es nicht an. Aber es ist doch so schön. Ich kann es aber nicht annehmen. Doch, von dieser Seite aus. Moment. Junge, dein Messer. Nee. Und? Was ist das? Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Thomlas Euter, das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat, erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat. Und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Tyr in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja, Tyr folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Zwischenwelt. Ein Weg nach Jötunheim wurde hiermit abgeschlossen. Und der Weltenbaum ist wieder da. Der den Ast des Weltenbaums verlässt? Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jötunheim zu erreichen, müssen wir das auch tun? Das tue ich. Oh je. Das ist dein voller Ernst, nicht wahr? Das ist er. Wo müssen wir denn hin? Vorne, ne? Oder? Doch. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Können wir noch etwas für dich tun? Oh. Hallo? Du solltest mit denen reden. Deswegen habe ich Y gedrückt. Tja, dasselbe gilt für euch. Na gut, wenn die nicht wollen. Also, Chaos-Klingen-Verbesserung und Klauen-Verbesserung. Klauenbogen. Tut mir leid. Was ich gesagt habe, Sindri. Verzeihst du mir? Hab ich längst.
Wie du sagst. Wir kommen klar. Jetzt zurück an die Arbeit, bevor ich sentimental werde. Oh. Bevor er sentimental wird, wie niedlich. Stärke geht leicht drauf, Abwehr allerdings weit runter. Das ist nicht so hilfreich. Ich denke mal, dass nichts davon jetzt wirklich... Ne? Dann, hier ist noch Armrüstung. Da auch nicht. Warum? Das verstehe ich irgendwie nicht. Wenn ich das doch verbessere und da steht, dass alles besser wird, warum steht dann rechts, dass die Stärke runtergeht? Das. Aber ich kann das, glaube ich, nur verbessern. Aber es ist nicht das, was ich anhabe. Also so verstehe ich das zumindest. Brust, da ist auch nichts, was wir hier... Armrüstung... das sieht gut aus. Das macht nochmal etwas mehr Betäubung. Die kaufen wir uns auf jeden Fall. Ja. Und... Achso, das ist was anderes. Nicht genug Ressourcen. Ja, ist nicht schlimm. Ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt überhaupt drin habe. Ich müsste doch eigentlich immer das Erste drin haben, ne? Dafür habe ich allerdings nichts. Da steht sonst nichts, dass ich irgendwas... Ah, nee, das ist Zauber kaufen, sehe ich gerade. Okay, dann herstellen... Trios Rüstung. Er hatte was gesagt vom Klingenbogen, nicht von der Rüstung. Alles wunderbar. Ja, alles wunderbar, genau. Wir gucken aber nochmal eben hier rein. Da. Ja, meine ich nämlich. Das muss man dann nämlich nochmal extra kaufen. Oh, da würde dann mehr Schaden machen. Ein Sprintangriff. Der ist jetzt aber gerade ausgerüstet. Warum? Ein Rundangriff, der alle Gegner in der Nähe besiegt. Ja doch, den habe ich aber vorher, glaube ich, auch ausgerüstet gehabt, meine ich. Das habe ich definitiv nicht gemacht. Obwohl der wesentlich mehr Schaden macht, nebenbei bemerkt. Aber ich hatte diesen Rundumgriff definitiv. Dann wollen wir den auch nochmal verbessern. So, das können wir jetzt nicht mehr verbessern. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, das ist ja nur... Haben wir hier noch irgendwas? Klauenbogen hat er eben von gesprochen. Könnte ich verbessern, kann ich aber nicht, weil das zu teuer ist. Und ich möchte auch gerne beim Wolf bleiben, ehrlich gesagt. Ja gut, Schild, das ist ja sowieso. Dann den könnten wir auch nochmal verbessern. Schnell rotierender Nahkampfangriff, der umstehende Gegner erfasst. Das ist auf jeden Fall das, was ich drin habe. Mächtiger Drehangriff. Die anderen machen auch nicht so wirklich viel Schaden. Dann verbessern wir den auf jeden Fall nochmal. Oh, krasse Moves haben wir jetzt freigeschaltet. Sehr schön. Dann verheerender Flächenangriff, der die Gegner... Okay. Zerstörerischer Angriff. Nee, wir lassen mal den drin. Och, der hat sogar extrem viel Frost. Achso, den können wir aber nicht mehr aufrüsten, sehe ich gerade. Ja, und da haben wir das Beste drin. Ja. Warum wolltet ihr jetzt nicht mit mir reden? Das fand ich jetzt doof. Ich habe extra wegen euch Y gedrückt und nichts passiert hier. So geht das aber nicht. Ja, dann müssen wir als nächstes die Zwischenwelt hier erkunden. Ich weiß aber nicht, wie lange das dauert. Also würde ich eigentlich mal glatt behaupten, da wir wieder so an unseren Cap von 25 Minuten knapp dran sind, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.